Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion T2 im Ranglistenmodus. Wir werden es heute wagen mit dem Crablord und Starcaller. Das Fett. Das ist Fett. Das ist richtig krass. Das ist wirklich super krass. Wir werden den relativ weit vorne hinsetzen. Gerade in Kombination mit dem Starcaller super fett und Fürst des Todes noch mit rein. Das ist krass. Heißt, an magischen Schaden habe ich nicht zu wenig. Sehr viele Spawns dabei. Das ist wirklich stark. Da können wir was draus machen heute. Grawl. Harpier. Okay. Wie viel kostet der immer? 140. So, wir machen 1, 2 frei. Dann könnte ich theoretisch noch eine Reihe machen. Machen das mal so. Also sag am Start. Den müssen wir wegmachen. Okay, viele starten mit dem Growl, bauen den Eiersack nicht. Aber diesmal ist es soweit. Eiersack am Start. Mit dem Robo könnte ich durchkommen. Wir werden sehen. Wenn ich noch was dazu baut. Er hat noch eine Blume gebaut. Komm, spawn! Oh! Er hat durch die Blume gehalten. Das ist natürlich ärgerlich, es hat eine fette Hydra. Aber er hat keine Worker. Dadurch. Bauen hier die Kettenfaust auf. Brauche ich gar nicht großartig viel schicken, weil er halt sowieso overbuildet und die Hydra hält sehr lange aus. Muss dann auf 7 und sowas gehen. Ja, ich werde die nicht zu den Büros machen, sondern zu dem Zeus. Deswegen auch so weit hinter ihn gestellt. Magischen Schaden habe ich auf jeden Fall genug. Hundertprozentig.
Können wir noch Worker bauen. So, zwei Kettenfäuste hier drüben. Das tut's erstmal. Zumindest für den Anfang. Ja, Blume und Hydra sind natürlich fett. Auf 7 sehr schwach. Ich vermute mal, er hat noch irgendwas mit arkaner Verteidigung in Reserve. So, mehr brauche ich aber nicht davon. Der arkane Verteidigung noch im Petto. Deswegen werde ich auf der 7 was anderes schicken. Ja, Hermit und Maske verträgt sich nicht so gut, ne? Oh, da haben wir es mit Mini-Leben durchgekommen. So, jetzt bauen wir einen Sanddachs. Eins, zwei, drei. Hier hin. Nimbus. Miniskelette. Okay, ich dachte Arkane Verteidigung, aber hat er nicht. Da hätte ich dann doch Robos schicken sollen, da wäre ich durchgekommen. Aber so nicht. Okay, hat mein Plan also nicht funktioniert. Halb so wild. Wir könnten jetzt natürlich einen Dino reinschicken. Weil der kackt auch so schnell beim magischen Schaden ab, ne? Naja, komm. Dino rein. Ja, da komme ich durch. Das sieht gut aus. Jawohl, hat noch Spawn geschafft. Sehr gut. Wir können uns auf jeden Fall noch einen Worker leisten. Ganz entspannt. So. Weil ich werde jetzt, wenn ich hier ein Upgrade mache, ich könnte aber auch noch einen Crab Lord bauen. Okay, wir machen ein Zeus Upgrade.
und bauen rechts unsere unsere Kettenfäuste auf. Dino. Der ist schnell weg. Ja, oh, scheiße. Das ist schlecht. Massen, Casket. So ist das. Ich sammle mal noch ein bisschen. Machen wir ganz entspannt. Gehen wir auf 11. Ja, wahrscheinlich dunkles Ritual oder Kreditor. Kampflammen bringt mir ja nicht so viel. Oh, ich hab's auch gerade so nicht geschafft. So, jetzt machen wir Fürst des Todes. Wir können ruhig das mitnehmen, weil so viel Unterschied ist da gar nicht mehr von dem Vinylheben. Zwei Dinos rausgehauen, vier Robos, Schnecke mit rein, soll schon einiges bringen. Keine Schnecke rein, doch, Schnecke rein. Okay, danach sollten wir aber den King aufwerten irgendwie. Die Blume aufgewertet, aber die Robos hauen rein. Sehr gut. Sollten wir King Upgrades machen? Wenn wir nochmal durchlassen, sind wir nämlich tot. Und das wäre nicht so toll. Mal gucken, wie weit ich komme. Auf jeden Fall, Fürst des Todes ist am Start mit den Crab Lords, was schon mal sehr gut ist. Wieder 180 geschickt. Diesmal auf Aufwertungen.
Krokus müssen jetzt rein, weil er nämlich noch einen Eiersack gebaut hat. Und das funktioniert sonst nicht. Machen hier ein Doppel-Upgrade. Noch ein Eiersack ist nämlich dann brutal. Hat viel natürliche Verteidigung. Okay, Wächter der Meere ist tot. Den Eiersack könnten wir down kriegen. Ich hoffe es. Ah, der Nimbus ist zu fett. Das schaffe ich nicht. Scheiße. Das ist kacke. Wir hatten den Sandtags auf. Machen hier nochmal ein Upgrade rein. Das können wir machen. Die schicken jetzt jede Runde so ein bisschen was. Das ist okay. Es wird gesammelt. Okay. Fürst des Todes aufwerten. Also neue dazu packen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Oh, mein Teammate ist 500 runter. Ich bin auch 400 runter. Das wird nichts. Das habe ich sehr gut gehalten noch. Da durchgelassen, da hätte ich auch was schicken können, theoretisch, aber wir haben uns auf die 16 geeinigt. Ja, kaum Stichschaden haben. Müssen auf jeden Fall ein paar Stalkcaller dazu packen. Beziehungsweise ein paar Jünger. Ja, machen wir noch mal Wurf rein. Und mehr kann ich nicht. Und jetzt müssen wir hoffen, dass wir es halten können. 9:60 Uhr. Kraken. Das sieht nicht gut aus. Ich bin tot. Das haben alle nicht gehalten. Aber wir werden ja abkacken.
Schade, schade, schade. Ich hatte so einen guten Roll. Kacke. Aber meistens ist es so, wenn ich mir was vornehme, wenn ich so viele Teile habe, dann komme ich nie dazu, den zu stellen. Das wäre auch absolutes Late Game gewesen. Die hatten den übelsten Vorteil. Gespielt, da Double Login und der hatte Chaos. Na gut, es war eine weitere Runde Legion. Ich schaue doch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.